Hallo Strategie- und Taktikfreunde. Im heutigen Video sprechen wir über die Ergebnisse der Alpha-Umfrage zu Warhammer 40k Rogue Trader und was Owlcat Games aufgrund dieser Alpha-Umfrage am Spiel ändern wird. Bleibt also dabei. Wir müssen reden. Und zwar über die Ergebnisse der Befragung, die Owlcat Game zum, ja, zum Ende der Alpha ist eigentlich nicht richtig, aber die Owlcat Games zur Alpha durchgeführt hat. Der Zeitraum, in dem man an dieser Befragung teilnehmen konnte, der war begrenzt. Deswegen haben nicht alle Spieler, die die Alpha haben, daran teilnehmen können. Aber es haben doch sehr viele daran teilgenommen und es kamen sehr viele Rückmeldungen, das muss man halt sagen. Und was halt besonders schön ist für uns als Spieler, dass Owlcat Games auf die Rückmeldungen und auch auf die Kritik reagiert und diese umsetzen möchte in der Release-Version. Beziehungsweise wir werden es natürlich zuerst in der Beta-Version sehen. Diejenigen von euch, die die Alpha-Version haben und es gespielt haben, haben es ja mitbekommen. Die anderen höchstwahrscheinlich nicht. Ich verlinke euch unten im Text natürlich den Link zu Steam. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen in Ruhe. Aber für die, die im Englischen nicht so fit sind, habe ich das Ganze auch auf Deutsch übersetzt. Das blende ich auch gleich ein. Und ich habe die Übersetzung in Word abgespeichert und auf dem Google Drive hochgeladen. Den Link dazu packe ich euch auch unten in den Text rein. Könnt ihr euch dann in Ruhe reinpfeifen. Gebt mir da auch gerne mal ein Feedback zu, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Punkt für Punkt durch. Zum Ende spiele ich euch noch ein Video ein. Das ist nämlich auch ganz spannend, weil Owlcat Games auch eine neue Location verraten hat. Also bleibt dran. So, dann kommen wir mal zu den Details der Umfrage oder den Ergebnissen der Umfrage, besser gesagt. Hier seht ihr dann schon, nein, da ist es. Da seht ihr die Umfrage in der deutschen Übersetzung. Ich habe da nichts weggelassen, ich habe da nichts geschönt. Das Einzige in der Umfrage sind halt noch Bilder drin, die habe ich hier im Text rausgelassen, weil ich mir so denke, die sind jetzt nicht so super relevant. Wichtiger ist ja erstmal für uns der Inhalt. Und wie gesagt, ist ins Deutsche übersetzt für alle die, die sich mit dem Englischen vielleicht ein bisschen schwer tun, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja auch vollkommen legitim. Auch da gebt mir gerne mal ein Feedback, ob ihr sowas auch gerne in Zukunft hättet oder nicht. Denn na klar, auch so eine Übersetzung erfordert natürlich Zeit. Und wenn ihr jetzt alle sagt, hey, total langweilig, braucht keine Sau, mein Englisch ist so super, ich brauche keine übersetzten Texte, dann schenke ich mir das natürlich und investiere die Zeit in was anderes. So, wie gerade gesagt, Link ist unten im Text und wir gehen durch. Hier sehen wir dann auch direkt mal die Einleitung. Das ist halt so das Übliche. Was halt schon interessanter ist, ist die Anzahl der Personen, die teilgenommen hat an der Umfrage, 521. Das ist schon recht ordentlich, wenn man halt bedenkt, dass die meisten Menschen ja dazu neigen, an so Umfragen, die gerade umfangreicher und länger sind, nicht teilzunehmen. Und was auch sehr interessant ist, ist die doch recht hohe Punktzahl, die vergeben wurde. Man muss noch dazu erklären, die Alpha-Version, falls ihr sie nicht gespielt habt, ich habe ein sehr umfangreiches Video gemacht. Das verlinke ich euch mal da oben. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da zeige ich euch komplett alles, was in der Alpha drin ist. Und für eine Alpha-Version war das auch schon wirklich gut. Allerdings startet die Alpha nicht am Anfang in Kapitel 1, die startet in Kapitel 2. Man wird also mitten reingeworfen. Dann kommt noch hinzu, dass in der Alpha-Version keine Tutorials waren. Das heißt, man bekommt keine Erklärung, wie einzelne Mechaniken funktionieren, wie zum Beispiel dieses Profitsystem funktioniert. Man muss bei den Kämpfen herausfinden, wie welche Fähigkeiten funktionieren, wie man sie einsetzt. Die Karrierebäume der verschiedenen Klassen waren zum Teil noch gar nicht ausgearbeitet. Bei manchen Klassen fehlt es komplett. Das Balancing, naja klar, es ist halt eine Alpha. Das Balancing war halt auch nicht wirklich gegeben. Die Raumkämpfe waren teilweise richtig knackig, vor allem gegen die Dark Elder. Also das sind quasi die Warhammer 40k Dunkelelfen. Und das lag halt hauptsächlich daran, dass man sein Raumschiff upgraden kann mit besseren Geschützen, Panzerungen, Antrieben, whatever.
man hat diese Bauteile sogar teilweise bekommen. Das Problem war nur, das war noch nicht in der Alpha-Version implementiert, dass man das auch einbauen konnte. Und das bedeutet, ihr seid die ganze Zeit in der Alpha mit eurem Startschiff rumgeflogen, aber die Gegner wurden natürlich heftiger. Man konnte jeden Kampf gewinnen, also wirklich jeden. Setzt aber natürlich auch voraus, dass man eine gewisse Frusttoleranz hat, das häufiger probiert und lernt, wie der Gegner funktioniert und dann halt die gegnerischen Taktiken gegen ihn wendet. Dann konnte man wirklich jeden Kampf gewinnen. Auch wenn manche Kämpfe wirklich knackig waren, also richtig knackig, jetzt auf die Raumkämpfe bezogen. Die Bodenkämpfe waren meiner Meinung nach eigentlich sogar ein bisschen zu leicht, aber auch da haben sie Feedback bekommen. Ja, also das erstmal dazu einleitend. Kommen wir dann halt hier zu den einzelnen Bereichen, die abgefragt wurden. Hier ging es halt um die verschiedenen Bereiche, also die Areas, die Locations, wie auch immer ihr das nennen wollt, und die Atmosphäre. Und da hat halt der Großteil der Spieler gesagt, jo, die Atmosphäre passt, das ist so richtig schön düster, das ist schmutzig, das ist brutal, das ist genau so, wie Warhammer 40k sein muss. Alle die, die es nicht kennen, Warhammer 40k ist ein riesiges Universum. Das basiert eigentlich auf einem Tabletop-Spiel von Games Workshop. Es gibt aber auch unglaublich viele Romane dazu. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe zwar selber schon sehr, sehr viele der Romane, aber ich meine, dass es alles in allem weit über 100 Romane gibt in mehreren Serien. Die erzählen natürlich eine ganze Menge Geschichte. Die bauen halt ein Universum auf, das ist die Lore. Dann habt ihr die Tabletop-Spiele, die halt ständig weiterentwickelt werden, und ihr habt inzwischen auch schon extrem viele PC- und auch Konsolenspiele zu Warhammer 40k. Von Echtzeitstrategie über Shootern, ja, alles Mögliche, große Bandbreite. Rollenspiele sind bis jetzt noch nicht so wirklich vertreten, und da kommt Rogue Trader ins Spiel. Also kurz zusammengefasst, die Atmosphäre fanden die Spieler super, mit einer Einschränkung. Relativ vielen Spielern fehlte so ein bisschen die Überbevölkerung, weil in der Warhammer 40k-Welt ist gerade auf den Menschenplaneten oder Stationen das so, dass da sehr viel Armut, sehr viel Unterdrückung herrscht. Die erinnern so ein bisschen an die Sowjetunion, die haben Kommissare. Die Kommissare dürfen auch jeden erschießen, der nicht auf Linie ist. Militäreinheiten haben auch Kommissare und die machen genau das, was in der Sowjetunion Kommissare gemacht haben. Es gibt sehr viel Armut, es gibt sehr viel Bevölkerung und die leben halt unter teilweise sehr, sehr miesen Bedingungen. Das fehlte einigen Spielern und das soll quasi auch hinzugefügt werden, soweit es denn Sinn macht und geht. Genauso wie auch einige Spieler gesagt haben, dass einige Bereiche zu hell, zu farbenfroh waren und nicht düster und grimmig genug. Und auch da soll nochmal dran gearbeitet werden. Der nächste wichtige Aspekt der Umfrage waren die Gefährten, weil ihr stiefelt ja nicht alleine los, ihr erstellt selber euren Charakter, den Rogue Trader. Das ist quasi ein Freihändler, wenn man so will. Und die Freihändler bei Warhammer 40k sind sehr mächtig. Das sind imperiale Adlige, die oft außerhalb der Grenzen des Imperiums Handel treiben und dort aber auch einen Teil der imperialen Staatsgewalt haben. Die haben riesige Schiffe, die haben eigene Truppen und die haben halt ein Gefolge und das Gefolge begleitet sie. Und das Gefolge ist eure Party, mit der ihr dann halt in die Missionen geht und auch Kämpfe besteht. Und es wurde abgefragt, wie gut fand man die einzelnen Gefährten und wie war so die Nützlichkeit der Gefährten? Und da habt ihr hier so die Ergebnisse. Wenn ihr die Alpha nicht gespielt habt, dann sagen euch die Namen natürlich nicht so viel. Aber da sieht man auch sehr schön, dass die Charakterklassen, wo die Skilltrees noch nicht richtig ausgearbeitet waren, wo ganz viele Skills gefehlt haben oder wo die Nutzung eher komplizierter ist, weil das eher unterstützende Charaktere sind und man dafür erstmal verstehen muss, wie denn die Unterstützung überhaupt wirkt und funktioniert. Die haben am schlechtesten abgeschlossen. Und die, wo halt der Skilltree schon wirklich gut war und die Charaktere effektiv waren und einfach einzusetzen waren, die haben besonders gut abgeschlossen. Das Ganze hat aber Owlcat mitgenommen
Und sie arbeiten quasi daran, das entsprechend besser zu gestalten und besser zu machen. Und das macht auch definitiv Sinn, weil die Charaktere sind eigentlich schon sehr cool, aber in der Alpha sind einige ein bisschen untergegangen, weil sie ja nicht nützlich genug waren und vielleicht auch ein bisschen zu langweilig. Aber das finde ich schon mal gut, dass sie die Reaktion aufnehmen und dran arbeiten werden. Und was ich auch gut finde, ist, dass es mehr Reaktionen der Charaktere geben wird. Das könnt ihr euch dann so ähnlich vorstellen wie bei den alten Jagged Alliance-Titeln, wo die Söldner ja einfach zwischendurch Sprüche rausgehauen haben und wo die Söldner auch miteinander interagiert haben. Sowas in der Art wird hier dann auch verstärkt kommen. Finde ich, ist eine super Sache. Ja, das waren die Fragen zum Thema Dialoge und Geschichte, also wie ist die Geschichte erzählt worden. Und da kam im Endeffekt auch 80% Zustimmung. Und ich finde, das ist schon ein sehr fetter Wert, wenn 80% der Spieler sagen, jo, passt für mich, das war so gut. Klar, ein paar Kleinigkeiten sind angemerkt worden, dass zum Beispiel die Schriftgröße nicht groß genug war, dass es nicht angenehm war zu lesen oder man halt irgendwie scrollen musste, um vernünftig lesen zu können. Aber da wird auch dran gearbeitet. Finde ich auch schon mal super. Und naja, das ist halt auch noch ein wichtiger Aspekt. Sie werden halt auch noch Tutorials machen, die gab es halt in der Alpha gar nicht. Und die Enzyklopädie-Einträge, die sie haben, die werden auch nochmal erweitert und die werden auch besser auffindbar gemacht mit Schlüsselbegriffen. Also, ich würde sagen, das klingt schon mal sehr gut, was sie da machen. Und das Übliche wie Tippfehler beheben etc., das machen sie halt auch. Also von daher würde ich sagen, das passt. Bei den Bodenkämpfen gab es auch ein sehr interessantes Feedback. Da haben halt relativ viele Spieler gesagt, dass die Beute interessanter sein sollte. Und das kann ich echt nur unterschreiben. Weil wenn ihr Bodenkämpfe gemacht habt, der Großteil der Beute, also Waffen, Rüstung etc., war eigentlich Schrott. Konntet ihr nicht verwerten, weil schlechter als alles, was ihr hattet. Die richtig gute Ausrüstung habt ihr entweder im Laufe von Quests irgendwo gefunden, also ihr habt Missionen gemacht und in einem der Missionsbereiche lag die dann halt zum Beispiel in einem Safe oder so, mal als Beispiel. Oder irgendwelche Bossgegner droppen dann halt etwas bessere Waffen. Das ist ja grundsätzlich auch fein, aber das, was sie gedroppt haben, war halt oft trotzdem Schrott. Oder gerade mal auf dem Niveau, was ihr eh schon hattet. Und seien wir doch mal ehrlich, jeder Rollenspieler steht doch darauf, irgendwie was Geiles zu erbeuten nach einem harten Kampf und zu sagen, yeah, die Axt, die macht jetzt ein bisschen mehr Schaden oder mit dem Schwert kriege ich einen Bonus beim Parieren oder was auch immer, die Rüstung macht mich ein bisschen beweglicher und schützt mich besser. Also solche Sachen halt. Wir alle oder die meisten von uns ticken doch so, wir wollen doch unsere Charaktere optimieren, effektiver machen und halt geiles Equipment haben. Und das fehlt halt hier. Und das haben sie sich auch zu Herzen genommen. Ja, dann Progression ist ein wichtiger Punkt. Also viele waren nicht mit der Charakterentwicklung zufrieden, wie die sich gestaltet, wie lange das dauert, was man verändern kann etc. Und was auch noch ein Aspekt war, die Benutzeroberfläche. Ein Drittel der Spieler hatte Schwierigkeiten, die Symbole quasi einer Funktion zuzuordnen oder das Kampfprotokoll richtig zu interpretieren. Und auch da muss ich sagen, ja, so richtig übersichtlich war es noch nicht. Allerdings habe ich mir halt auch gedacht, hey, es ist eine Alpha, es ist ein total früher Stand des Games. Da kannst du halt noch kein ausgefeiltes Spiel erwarten. Ich fand es für eine Alpha sehr okay. Aber klar, für eine Release-Version war es noch nicht wirklich gut. Aber sie haben alle drei Bereiche mitgenommen, arbeiten dran. Von daher finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Den Vorschlag aus der Spielergemeinschaft fand ich auch gut, dass man sich vor einem Kampf eine Vorbereitungsphase wünscht, wo man dann zum Beispiel die Charaktere selber platzieren kann an verschiedenen Stellen. Weil ihr seid quasi in Echtzeit durch das Gebiet gelaufen, dann setzte der Kampf ein und dann standen eure Charaktere da, wo sie zum Ende der Echtzeit standen.
Und ja klar, wenn man das weiß, dann kann man versuchen, im Vorfeld ein bisschen zu tricksen und die Gruppe aufzusplitten und die Charaktere einzeln zu steuern, um die so zu positionieren, dass wenn der Kampf losgeht, man eine möglichst ideale Position hat. Das habe ich auch tatsächlich häufiger gemacht und dadurch werden die Kämpfe natürlich auch um einiges leichter. Aber wenn man so als Pulk zusammenbleibt und einfach irgendwo hinläuft, dann ist es oft suboptimal. Aber auch da haben sie schon gesagt, dass sie das sehr deutlich verstanden haben und dass sie daran arbeiten und das, was in der Richtung kommen wird. Ein ganz witziger Aspekt, der aber eigentlich auch schon fast klar war für jeden, der die Alpha gespielt hat: Welcher Gegner ist dir am meisten in Erinnerung geblieben oder welcher Gegner hat dich am meisten fasziniert oder beeindruckt, am meisten Spaß gemacht, gegen den Gegner zu kämpfen? Und das war die Demon Engine. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Saurier, der von einem Dämon besessen ist oder war. Das war ein recht harter Kampf, aber der hat echt Laune gemacht und es war auch sehr eindrucksvoll dargestellt. War ein wirklich, wirklich cooler Kampf. Der hat echt Laune gemacht. Auch das Raumschiff, das Mechanikum-Raumschiff, das treibende Wrack, auf dem man auf diesen Gegner gestoßen ist. Das war auch ein geiles Setting, das hat echt Laune gemacht. Man sollte dazu vielleicht noch erwähnen, für alle, die Warhammer 40k nicht so gut kennen, das Ganze spielt in der Zukunft. 40k, 40.000, also da habt ihr dann mal so einen kleinen Gedankensprung, in welcher Zeit das spielt. Und die Menschheit kämpft gegen verschiedene andere Völker. Da gibt es zum Beispiel Orks, da gibt es, wie beim Fantasy halt auch, Elfen und Dunkelelfen, die nennen sich halt hier Elder und Dark Elder. Dann gibt es Necrons, das ist so eine Art Untotenrasse, aber eigentlich sind es auch irgendwie Roboter. Also ein Mischmasch da draus. Wie gesagt, alles sehr stark vereinfacht ausgedrückt, damit es für alle verständlich wird. Dann gibt es die Tau, das ist so ein hochtechnologisiertes Konglomerat aus verschiedenen Völkern. Es gibt das Chaos. Und Chaos, das, wie der Name schon sagt, das ist halt so Chaos, das Böse. Die leben im Warp, das sind Götter und Dämonen. Und es gibt Abtrünnige von der Menschheit, denn die Menschen setzen als Kampftruppen halt auch wieder stark vereinfacht ausgedrückt primär die imperiale Armee ein. Das ist zahlenmäßig die größte Fraktion. Dann gibt es die Space Marine Orden, das sind vereinfacht ausgedrückt Ritterorden, genetisch modifizierte, verstärkte, verbesserte Menschen in Power Armor, also in Rüstungen, die einen eigenen Antrieb noch haben. Und die sind organisiert wie Ritterorden, also so wie die Templer oder die Malteser oder die Deutschritter, also sowas in der Art. Und die sind halt mit die stärkste Waffe der Menschen. Dann gibt es noch das Mechanikum, das sind Menschen, die dem Maschinengott huldigen und die sich auch selber augmentieren und umbauen und die haben halt auch eigene Kampftruppen. Und die Anführer davon sind die Techpriester. Auch wenn das jetzt ein bisschen zu weit führt, es gibt dann halt auch noch Ritter, die laufen in Mechs rum, wenn man so will. Erinnert so ein bisschen an Battletech. Und es gibt Titanen, das sind einfach deutlich übergroße Mechs mit mehreren Personen Besatzung und die sind einfach gigantisch. Und die anderen Völker haben halt vergleichbare Einheiten. Und die Abtrünnigen, die ich gerade erwähnt habe, das sind ehemalige Space Marines, die dem Chaos zum Opfer gefallen sind und die zu Verrätern wurden und die halt abtrünnig sind. Und viele von denen sind schon zigtausende oder zehntausende Jahre alt, weil die in Warhammer 30.000 gegen den Imperator und die loyalen Legionen gekämpft haben und dann durch das Auge des Chaos verschwunden sind. Und naja, da sind dann so Zeitsprünge und sowas drin, die Zeit vergeht da anders. Und deswegen kämpfen einige von denen, die im Jahr 30.000 aktiv waren, auch im Jahr 40.000 noch gegen die dann lebenden Loyalisten, wenn man so will. Und da habt ihr mal nur so einen kleinen Einblick so in diese Welt. Die ist halt auch echt gigantisch groß, es gibt da unglaublich viele Raumschlachten. Und die Raumschlachten an sich sind auch sehr brutal. Die Schiffe sind gigantisch groß.
und die kleinsten Schiffe, also irgendwie so Korvetten, Fregatten oder Zerstörer hier in dem Universum, sind größer als ein imperialer Sternzerstörer bei Star Wars. Und diese imperialen Sternzerstörer haben immerhin 1,6 Kilometer Länge. Da habt ihr dann mal so ein Verständnis davon, wie hier so die Dimensionen sind. Die Schlachtschiffe hier, die sind einfach gigantisch groß. Und die Kriege sind auch extrem blutig und extrem hohe Kopfzahlen, sowohl was an Truppen eingesetzt wird, als auch was verloren geht. Und daher diese Dämonenmaschine. Das ist halt quasi so ein Chaos-Dämon, der in dieser Maschine drin steckt und die zum Leben erweckt. Und ja, im Prinzip ein dämonischer Dinosaurier-Roboter, wenn man so will. Aber auch wenn es verrückt klingt, es war mega. Ich kann es echt nur empfehlen, ihr solltet spielen, richtig, richtig gut. Und später gab es dann auch noch Kämpfe gegen Demonets. Das sind so Slaanesh-Dämonen, die halt stark mutiert sind. Und die haben den Rogue Trader, also euch, in seinen eigenen Räumen auf dem Schiff angegriffen. Und ich muss sagen, ich fand den Kampf echt cool, weil der schon ein bisschen fordernd war und man wirklich mal ein bisschen darauf achten musste, wie man kämpft. Man war am Anfang allein gegen eine zahlenmäßige Übermacht und nach träufelten dann so die eigenen Gefährten zur Unterstützung ein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben auch immerhin 36% der Befragten erwähnt. Also von daher war ich da nicht der Einzige, dem das Laune gemacht hat. Okay, der nächste wichtige Aspekt ist der Weltraum. Und da muss man halt ganz klar sagen, da haben sie wirklich Großartiges geleistet. Weil in der Warhammer 40k-Welt ist es so, dass die Raumschiffe von einem Sternensystem ins nächste reisen, indem sie durch den Warp reisen. Und der Warp ist der Raum, also so eine Art Überraum, in dem die Dämonen leben. Und das heißt, jedes Schiff, was durch diesen Warp reist, ist unglaublich stark in Gefahr und droht verloren zu gehen. Und es gibt sichere Routen durch den Warp und die Sicherheit dieser Route, die variiert von total sicher bis, oh mein Gott, wir werden alle sterben. So ist es auch hier im Spiel gelöst worden. Das finde ich wirklich cool. Ihr könnt von System zu System reisen, allerdings wenn ihr nicht entsprechend Punkte investiert, um die Route sozusagen abzusichern, indem ihr sie, naja, ich nenne es mal scannen, indem ihr sie scannt. Also wenn ihr das nicht auf einen einigermaßen erträglichen Bereich bringt, dann werdet ihr auf jeden Fall im Warp angegriffen von Dämonen. Und das sind mit die heftigsten Kämpfe. Und gerade mit einer Anfangsparty auch nicht zu bestehen. Also da muss man schon einen gewissen Level, gewisse Ausstattung und auch kämpferische Fähigkeiten haben. Also ihr selbst jetzt halt, was so Taktik betrifft. Ansonsten no chance. Aber trotzdem eine sehr, sehr coole Mechanik, die das Spiel auch massiv aufwertet. Etwas anders sieht das bei den Raumschlachten aus. Die Raumschlachten, das haben halt auch die Kommentare ergeben, die waren halt komplett unausgewogen. Zum einen, weil ihr euer eigenes Raumschiff nicht entsprechend modifizieren konntet. Ihr konntet auch keine Begleitschiffe rekrutieren, was später gehen wird. Und somit wart ihr immer alleine gegen eine Übermacht. Plus alleine gegen eine technologisch überlegene Übermacht. Und ja, man könnte trotzdem jeden Kampf gewinnen. Allerdings haben manche Kämpfe dann auch 5 oder 6 Anläufe gebraucht. Und man musste auch wirklich mit dem Kopf arbeiten. Also einfach stumpf hinfliegen und ballern. Keine Chance. Das war halt auch entsprechend die Rückmeldung. Hier hat man halt auch gemerkt, dass das Tutorial gefehlt hat. Für viele war die Lernkurve zu steil. Wenn ihr jetzt total drin seid in Taktik- und Strategiespielen, schon total viel in der Richtung gespielt habt, dann ergibt sich das. Also dann knobelt man da ein bisschen rum und dann kommt man dahinter. Das ist auch eigentlich kein Ding. Aber klar, es erfordert halt Zeit und Gehirnschmalz. Und ich verstehe das, wenn man irgendwie einen harten Tag hatte, scheiß Schicht, man kommt nach Hause, will einfach ein bisschen zocken, sich ein bisschen entspannen und hat dann keinen großen Bock mehr, sich da quasi den nächsten Herausforderungen zu stellen, dann ist das natürlich doof. Aber Logo, sie haben halt keine Tutorials in der Alpha gehabt. Auch da arbeiten sie dran. A, dass es Tutorials gibt und B,
Natürlich auch, dass die Mechaniken, die bisher noch gefehlt haben, implementiert werden. Also sprich, dass ihr euer Schiff entsprechend modifizieren könnt, dass ihr weitere Schiffe als Unterstützung bekommt. Und natürlich soll halt auch noch die Lernkurve ein bisschen angepasst werden. Also im Großen und Ganzen, sie haben es verstanden und sie arbeiten dran. Also was will man mehr? Zu Ton und Musik kamen nur positive Rückmeldungen, kann ich auch voll bestätigen. Das hat wie Faust aufs Auge gepasst, war wirklich ein guter Soundtrack, sehr stimmungsvoll und hat auch sehr zur Atmosphäre beigetragen. Karrieren. Da sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Einige Karrieren waren überhaupt noch nicht ausgebaut, existierten quasi gar nicht. Andere waren viel zu schwach, andere viel zu stark. Und das ist so der Punkt. Naja, und andere Karrieren, so wie die Soldatenkarriere beispielsweise, die waren total overpowered. Also richtig ausgestattet und richtig eingesetzt, konnte man eine halbe Armee in einer Runde mit einem Soldaten plätten. Und klar, ist jetzt ein kleines bisschen überspitzt, aber nicht viel. Und von daher war natürlich auch klar, ihr habt dann zum Beispiel den Soldatenbegleiter immer mitgenommen, weil halt einfach total viel Power, und habt dafür andere, wie zum Beispiel den Attentäter, nicht mitgenommen, weil viel zu schwach. Und dabei ist es ja eigentlich total bescheuert, denn ein Soldat ist ja mal so rein vom gesunden Menschenverstand her jemand, ein Standardkämpfer, wenn man so will. Ein Mensch, der eine Ausbildung zum Soldaten bekommen hat, so wie Millionen andere oder 100 Millionen andere, und klar, kann kämpfen, so weit, so gut, alles schön, wird im Laufe der Zeit natürlich auch besser, auch super, und wird natürlich auch tödlicher, alles gut. Aber ein Attentäter ist in der Warhammer-Welt was ganz Besonderes, weil diese Attentäter wachsen auch in Tempeln auf, werden da komplett indoktriniert und werden aber auch modifiziert. Also die sind an sich schon Waffen, ohne dass sie Waffen zusätzlich noch einsetzen müssen. Und je nach Kult, dem sie folgen, haben sie halt andere Fähigkeiten und andere Ausrüstung. Und Attentäter sind extrem tödlich, also wirklich extrem tödlich. Und davon hat man halt im Spiel überhaupt nichts gemerkt. Was natürlich bedeutet, da müssen sie ran, das müssen sie anfassen. Und das Gute ist, sie haben es auch selber eingesehen, haben auch gar nicht rumdiskutiert, sie werden es machen. Also auch hier wieder Daumen hoch, genau so muss das sein. Genau, kommen wir zu Fracht, Ruf und Profitfaktor. Das ist ein schwieriges Thema. Normalerweise kennt ihr das aus den meisten Spielen, ihr habt zum Beispiel Gold oder Credits oder was auch immer für eine Währung. Manchmal gibt es noch zwei, drei andere Rohstoffe oder Ressourcen, die man braucht, und das sind dann so die Währungen, die man einsetzt, um im Spiel das zu kaufen, was man kaufen möchte, oder das zu bauen, was man bauen möchte. So weit, so gut. Sie sind hier einen komplett neuen Weg gegangen über so ein Profitfaktorsystem, was ich eigentlich sehr, sehr spannend finde. Allerdings auch sehr ausbaubar. In der Alpha war das noch nicht rund. Also da hat echt eine Menge gefehlt. Ja, die Nummer mit dem Verstehen, das ging auch ohne Tutorial. Aber ein Tutorial wäre hilfreich gewesen. Und es war noch nicht so wirklich gut umgesetzt. Denn ihr habt hier halt verschiedene Währungen. Das wäre einmal Fracht, da sammelt ihr Schrott. Der wird zusammengefasst und kann dann später verkauft werden. Das ist Punkt 1. Dann habt ihr den Ruf. Für bestimmte Dinge braucht ihr Ruf, um dort was zu bekommen. Und ihr habt den Profitfaktor. Und der Profitfaktor ist eigentlich so etwas wie das Einkommen eures Handelsimperiums. Also sprich, das ist jetzt nicht wirklich 1000 Credits, die du auf dem Konto hast, sondern das ist die Gewinnspanne, die dein Handelsimperium erzeugt. Und je höher die ist, desto mehr hast du an Punkten, die du ausgeben kannst. Wenn du das alles ausgibst, füllt sich das auch wieder auf, aber es füllt sich langsam auf. Und das ist so einer der Punkte, die ziemlich unrund waren. Und sie schreiben selber, schlecht ausbalanciert, Mangel an Vielfalt der bei den Händlern angebotenen Gegenständen kommt auch dazu, weil du konntest nicht wirklich viel gutes Zeug kaufen.
Benutzeroberfläche ist auch ein Aspekt, war auch nicht toll oder ist in der Alpha nicht toll. Und das Gute ist, sie haben das Feedback angenommen, bestätigen das quasi, also sie sehen es genauso und sie werden es anpassen. Ja, und hier diese Anwehrnotizen. Alle, die es gespielt haben, ihr werdet wissen, auf der Station liegen Hunderte von diesen Zetteln rum. Und ja, jeder Rollenspieler guckt sich natürlich alles an, was so rumliegt, weil es könnte ja ein wichtiger Hinweis drin sein. Das Fiese ist, da sind auch zwischendurch Zettel dabei, da sind wichtige Hinweise drauf. Deswegen müsst ihr euch den Scheiß auch noch angucken. Aber hier habt ihr dann Hunderte von diesen Drecksnotizen, irgendwelche Revoluzzer, die halt zur Revolution aufrufen, so Schmierereien halt. Und den Mist habt ihr dann in der Backe und könnt damit nichts machen. Und ja, sie geben zu, es war super nervig. Yes, war es. Gute Sache, Problem erkannt, Gefahr gebannt. Also sie sind dran. Kolonien. Das ist der nächste coole Teil, der in der Alpha-Version nicht so ganz funktioniert hat, beziehungsweise noch nicht so ganz implementiert war. Euer Freihandelsimperium kann ja nur dann ein Imperium sein, wenn ihr auch eine entsprechende Ausdehnung habt, also sprich, wenn ihr auch Kolonien habt, wenn ihr Produktionskapazitäten habt, etc. Und es war so, dass man diese Kolonien upgraden konnte und je nachdem, wie man sie upgegradet hat, hat man einen anderen Bonus bekommen. Und ihr musstet euch also so überlegen, in welche Richtung will ich denn upgraden, welchen Bonus will ich zum Schluss haben. Und das war am Anfang ein bisschen tricky. Vor allem, ich hatte so ein bisschen Struggle dabei, dass ich mir gedacht habe, hey, wir leben ja in der Zukunft, Kommunikation und so, alles super. Ich bin auf meinem Raumschiff, also meine Firmenzentrale, wenn man so will. Ich kann von hier aus meine Kolonien managen. Und ich wollte vom Raumschiff aus dann die einzelnen Kolonien beauftragen, was sie bauen sollen oder wie sie upgraden sollen. Das funktionierte nicht. Ich musste zur Kolonie fliegen und als ich dann im Orbit der Kolonie war, da konnte ich die Aufträge geben. Ich meine, ja, auf der einen Seite, okay, nachvollziehbar, weil es gibt halt kein Telefon, was von deinem Raumschiff bis zu dem Planeten reicht, also über zig Sternensysteme. Auf der anderen Seite trotzdem irgendwie doof, weil nimmt so ein bisschen was aus dem Spiel raus, denn die Planeten sind ja teilweise auch sehr weit auseinander und jedes Mal, wenn ihr irgendwas machen wollt, müsst ihr dann dahin ottern. Fand ich jetzt nicht so super, aber okay, auch hier haben sie entsprechend Feedback bekommen und sie werden es umsetzen. Und ja, das Fazit ist dann halt auch, dass sie sich für das Feedback bedanken und dass sie es als enorme Hilfe wahrnehmen und dass sie jetzt an der Beta-Version arbeiten. Und ganz klar, sobald die Beta-Version live geht, werde ich natürlich ein Video dazu machen, vergleichbar wie das Video zur Alpha-Version, was ich euch ja oben verlinkt habe. Und dann könnt ihr direkt sehen, wie sieht die Beta-Version aus. Und ihr könnt auch, wenn ihr die beiden Videos miteinander anschaut, also vergleicht, könnt ihr sehen halt, wie ist der Progress, wie haben die sich entwickelt, was haben die gemacht und halt auch im Bezug auf dieses Video und jetzt das Fazit hier, könnt ihr dann halt auch sehen, was haben sie denn von ihren Versprechungen wahrgemacht. Bin da aber ganz zuversichtlich, da die Old Cat Games ja doch schon immer sehr cool waren und die Alpha hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe leider noch kein Datum, wann die Beta kommt, aber sobald sie kommt, mache ich mich dran und dann habt ihr auch in Kürze das Video. Also von daher, bleibt mir gewogen und gebt mir gerne mal einen Kommentar und ein Feedback, wie euch das Ganze hier bisher gefallen hat. Gebt mir auch bitte eine Rückmeldung dazu, ob euch die deutsche Übersetzung geholfen hat oder ob ihr sagt, brauche ich nicht, Englisch reicht. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, damit würdet ihr mir echt weiterhelfen. Der Kanal soll halt gerne wachsen. Das wäre super. Ja, und jetzt zeige ich euch noch eine neue Region und zwar ein Video zu einer neuen Region. Lasst euch überraschen, geht gleich los. Kommen wir nun zum versprochenen Video. Old Cat Games präsentiert uns hier mit dem Official Locations Trailer eine neue Location oder eine neue Era oder einen neuen Bereich, wie auch immer ihr das nennen mögt. Und das ist sehr spannend. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr erkannt habt, was denn neu ist und zu welcher Rasse das gehört. Jetzt legen wir erstmal los mit dem Video. Und gönnen uns ein bisschen Warhammer 40k Goodness.
Whilst rogue traders remain subjects of the Imperium, their warrant of trade grants them unparalleled freedom. In terms of how they serve the Imperium outside of its borders. Die Grafik ist schon verdammt nice für ein Rollenspiel, verdammt nice. Some engage in convoluted political games among the highest echelons of the Imperium. Others personally overlook every aspect of their immense trade dynasties. Macht schon echt Laune. Even if it means they must wander the darkest depths of the void. Or get up close and personal with their enemies and rivals. And sometimes those encounters don't go exactly as planned. Only those adamant in their faith and who possess a will of iron can make it out of the dark city alive. Ja, und hier seht ihr noch die Goodies, die Collectors Box Edition und was da so drin ist. Also falls ihr euch das Spiel noch nicht gegönnt habt, ich würde wirklich dazu raten, zieht es euch an Land. Das lohnt definitiv. Also wirklich, das ist jetzt schon sehr, sehr nice in der Alpha. Ich bin mir sehr sicher, dass auch die Beta nice werden wird. Aber darüber berichte ich dann, sobald die Beta draußen ist. Und dann erwarten wir natürlich freudig das Release. In dem Sinne, viel Spaß und schaut mal wieder rein.